Ja, hallo zurück zu Let's Cheat Pokémon Diamant Part 4 jetzt. Ja, einfach weiter. Ich laber hier noch mit den ganzen restlichen. Alter Typ. Hallo Trainer, weißt du viel über Pokémon? Ja, natürlich. Oh ja. Ah ja, du bist wirklich sehr klug. Ich wundere, weil ich mich ja geantwortet habe. Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. Aber du kannst dir trotzdem mal einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Vielleicht lernst du ja noch etwas Neues. Nein. Platziere deinen Charakter genau hier. Gerade ist hier, ja. Oh, zu weit. Rechts. Na ja, egal. Oh, er ist das Rad. Bei Trainerschule, die ersten Schritte werden gemacht. Ich glaube, hier können wir noch nicht hin. Hier können wir nicht. Hier drüben ist die GTS, die globale Tauschstation. Oh, du hast noch keine Ohren. Tut mir leid, aber die GTS steht am Trainer mit Ohren zur Verfügung. Sorry. Ich kann mich auch hintweaken. Trainerschule. Ja, das hab ich ja gerade schon. Und der steht da an der Karte. Nein! Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Nee, nur seit ein paar Jahren schon. Ist nur noch nicht lang. Du sollst dir die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. So, jetzt aber. Hey, Knight, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Nee, ich bin hier mal umspringen. Das hatte ich ja auch schon mal. Ich wiederhole mich. Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Knight? Was? Du hast etwas für mich? Ja, er schlägt ins Gesicht. Knight hat das Paket übergeben. Sich auf die Paket übergeben. Und was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, wieso sind das gleich zwei Karten? Ich finde die Dia klasse, aber ich brauche eine. Und die Sonne scheint genau in mein Gesicht. Ist das nicht herrlich? Hier, Knight, du kannst eine haben. Bursch, Sonne. Licht. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzeling gehen. Dort gibt es eine Arena. Genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ja, gleich in der Arena. Das ist alles davor besser noch von mir. Ich bin schließlich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Oh, ich sehe jetzt ja so viel mit dem Licht. Man sieht sich. Nicht. So. Was steht denn hier? Hallo? Was ist das? Ah. Transveränderung von Pokémon. Kenn ich alles. Ich habe eine Serie geschrieben. Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Aha. Das Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokémon gefangen. Bis zu 6 Pokémon können den Trainer begleiten. Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, die Aufsicht und mit ihnen kämpft. Die Aufgabe, ja, schau ich mal, sehen, Dingens. Weiße! Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Okay, und hier müssen wir eigentlich kämpfen können, glaube ich. Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Der Pflanzentyp ist schwach gegenüber Feuer, Feuer ist schwach gegenüber Wasser, Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Glaube ich wenigstens. Jo. Am schnellsten lernt man etwas, indem man es einfach tut. Können wir kämpfen? Ja. Los, los, mein Pokémon! Ich glaube, hier so in der Schule hat jemand gesagt, der Statue Druck, Spitzname ist meins. Toller Name. Meins. Naja. Und ein Abra! Los, Pippa! Das werden wir natürlich gleich besiegen. Und Blubber. Nee, vorher wird es doch zu sehr weit. Naja, der Kopfgott. Also wirklich, ich müsste den allen einfach nur eine Attacke mit Erstschlaggarantie bringen, weil ich hätte keine Probleme. Also diese Blasen sehen wirklich toll aus. So schön verbacken. Naja. Qualitativ ganz gut. Aber noch über RTL! Tief als RTL kann man es nicht schaffen. So. Level 9! Ja, hallo. Schulkindlasse besiegt. Fuß von dem ist auch im Boden. Was hat er jetzt gesagt? Ach, egal. Dass die Füße von den allen so im Boden sind. Wenn man nicht genügend Pokémon zur Auswahl hat, gewinnt man nur schwer. Ja, was sagst du jetzt einfach nur? Du willst dich nur rausreden. Ich habe mich gerade erst mit meinen Pokémon angefreundet. Daher weiß ich nicht, ob das klug ist. Aber können wir gegeneinander kämpfen? Nee. Ich muss immer alle Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Und wenn die Zeugnisse in der Schule haben? Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja. Und auch ein Abra. Wow. So, viel Abwechslung. Ja. So. Und ins Gesicht. Wurde nicht in das Formantin war. Ja, das Abra. Ist er. Und Blubber. Diesmal aber ins Gesicht. Abra wurde besiegt. Und Level? Ja, Level 10.
So. Hast du noch was zu sagen? Leute, ich lerne viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Siegeschance. Nope. Da sieht man es mal wieder, man sollte nicht denken. Wir waren eigentlich recht zuversichtlich, dass wir es schaffen würden. Und jetzt bin ich einfach nur platt, wie stark du bist. Wow. Wenn du magst, sprich meinen Freund an. Er hat sicher eine Term für dich. Supi. Du bist wirklich gut. Wir üben jeden Tag und haben doch keine Chance gegen dich. Du willst diese technische Maschine mit Sicherheit richtig einsetzen. Hier bitte. TMC-Nahe. Das ist... Lass mich raten. Kraftreserve. Pokémon, da gesetzt. Ja. Was ist es denn jetzt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Kraftreserve ist. Und ja, ist es auch! Wow. Wie bin ich da noch raufgekommen? Ja. So. Wie beim Abklemmverein. Könnte besser sein. Ja, hallo. Ja, nimmt sie. Ja. Button Mashing! Auf Y! Woo! Und Topset, komm bald wieder. Tu ich nicht. Nie wieder. Oh. Ach ja, der Pokestück. Oh! Du nennst dich ein Pokémon-Trainer? Und besitzt keinen Poketch? Das ist so etwas wie eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ja ein Selbstbewusstwesen, aber echt. Dankeschön, so freundlich. Du musst wissen, ich habe die Poketch erfunden und stelle ihn her. Die Sonne wird schlimmer. Und jetzt leite ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist 3 Clowns in die Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und nun, du kannst ein Poketch bekommen. Yay. Boah, ich muss hier ganz noch geduckt wegen dieser schönen Sonne. Hier ist auch einer. An meinem Gürtel hängen 6 Pokémon. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Damit möchte ich diesen Typen hier. Okay. Hallo, ich bin der Clown der Pokémon-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Würde Pokémon und ich kämpfen und durch Erfahrungspunkte stärker? Nee. Ding, ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem sie andere Pokémon im Kampf besiegen. Manche Pokémon entwickeln sich irgendwann zu einer anderen Form. Das nennt man Entwicklung. Hier, bitteschön, der Pokémon. Pokémon 1, so Pokémon hätte ich auch mal gerne. So, okay. Mal gucken. Ach, hier steht noch jemand. Willst du ein Pokémon fangen, dann solltest du erst eine KP senken. Machst du das nicht, so Pokémon nicht sehr effektiv. Oder man drückt die L-Taste. Haha. Ich brauche am dringendsten Tränke. Ich habe ein Pokémon kampfunfähig, wird mir ganz komisch und ich sehe nichts mehr. Ist alles solche. Nein, ich vergiss nicht beleidigend. Aber es ist irgendwie nervig, dass die immer gleich nach dem Kampf umkippen. Dann kurz auffüllen, wo wir hier sind. So. Ja, hol ich mal alles. Einfach, dass ich es mal vorrätig habe. Aber auch mit nur einem. Naja, so. So, Tränke werden wir eh nicht brauchen, wenn wir Gegner eh noch einmal treffen müssen. Was gibt's hier denn noch? Der Fleck auf dem Jubelstern liegt wohl einst aus einem Berg gehauen. Menschen und Pokémon aus Erzlingen haben hierbei fleißig geholfen. Ein Brunnen! Reinspringen! Oh, Mann. Hi, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? In einer Gruppe kannst du dich mit anderen messen und viel Spaß haben. Nun, was meinst du? Ist das nicht mit Dranus-Dings? Je, cool, wie soll deine Gruppe heißen? Wie heißen wir? Ach, ich weiß was. Bambo! So, Bambo! Ich meine, ich Bambo, du Bambo, er sie ist Bambo. Ist doch meine Gruppe wert! Bambo-Gruppe, ja? Toller Name. Ihr Leiter ist Nein. Ich hoffe, die Gruppe bekommt viele Mitglieder. Wohl eher nicht. Naja. Boah, die scheiß Sonne, Mann. Ins Gesicht. Hey da, wo kommst du her? Zwerbelerdorf? Ein schöner Ort. Ruhig und so. Jubelstadt ist sehr groß, da erlebst du bestimmt einen Kulturschock. Ah! Zu viel! Nicht wirklich. Da geht's weiter. Jubelstadt wurde noch Mieter gesucht. Boah, ich bin der Sonne, Mann. Oh, die Katsche. Pika! Pi! Patschi, Patschi, auch zu viel. Oh, dein Pokémon ist wirklich reizend. Hier, lass es diese Flinkklaue halten. Flinkklaue halten. Oh, yay. Toll. Und du? Ist dein Pokémon nicht eine faszinierende Sache? Ohne Pokémon wäre man als Trainer doch wirklich verloren. Also bis jetzt haben wir es gut ohne ausgehalten. Ja, rennen wir gegen Wände. Hat doch was. Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Super... im Super-Pokémon-Markt, genau. Im Pokémon-Supermarkt gekauft? Ein Heilball heilt ein Pokémon, sobald es damit gefangen wurde. Und das bedeutet, dass das Pokémon sofort nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Das fällt. Allerdings nur, wenn du nicht bereits 6 Pokémon im Team hast. Hasch, ja, hascht.
Ich liebe es, wenn meine Pokémon ihre Attacken einsetzen. Gegen dich. Und manchmal, wenn sie stärker geworden sind, lernen sie sogar neue Attacken. Das ist immer eine erfrischende und aufregende Sache für mich. Sind Nerven? Ja, wenn ein Pokémon eine Attacke lernen will, die es nicht braucht, man auf den Nicht-Lernen geht, es sich dann entwickelt und die dann nochmal lernen will. Boah. Ja, wenn es jeder kann, sie nochmal lernt. Jubelstadt TV, Sendung für Sport. Hast du mich im Fernsehen gesehen? Ich habe dir ein Interview gegeben. Nein, will keiner sehen. Guten Tag, ich bin ein Clown der Pokémon-Werbekampagne. Und ich frage dich, kann ein Pokémon ein Item halten? Ja, und gegen dich werfen. Ding, ding, du hast absolut recht. Ein Pokémon kann ein Item halten. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon gehalten werden. Die Pokémon essen gehaltene Beeren, wenn es im Kampf erforderlich ist. Hier, bitteschön, dein Pokémon-Coupon. Coupon 3. Yay. Kommen wir da noch nicht rein? Wahrscheinlich. Ach ja, diesen Teil mag ich besonders. Ich wollte da wissen, warum. Naja. Wenn du viel mit deinem Pokémon unterwegs bist, wächst eure Freundschaft. Schön. Ups. Pokéschwestergesellschaft. Pokéschwestergewelt. Hallo, ich bin der Clown der Pokéschwerbekampagne. Und hier ist meine Frage. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementklassen. Gilt das auch für Attacken? Ja. Ding, ding, du hast absolut recht. Wenn der Typ eines Pokémon dem deine Attacke entspricht, wird die Attacke wesentlich stärker. Wow, das ist die vorher gar nicht. Und der letzte Coupon. Coupon 2. Ich glaube schon. Entschuldigung, soweit reicht mein Gedächtnis nicht zurück, ja? Oh, ich werde weiteres Zubehör für die Pokéschen entwickeln. Darauf kannst du wetten. Genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mal Pokéschen weiter. Du, ich wette dagegen. Aber er wird es machen. Willkommen in der Pokéschen-Gesellschaft. Wir sind ein Familienunternehmen und nicht sonderlich groß. Wow. Ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Hallo. Wir versuchen, wie ein Trainer zu denken, wenn wir ein neues Zubehör für die Pokéschen entwickeln. Okay. Kampf. Gedanken eines Trainers. Schließlich hat für uns die Zufriedenheit unserer Kunden absolute Priorität. Oh. Hachi? Gesundheit. Pokémon Chronometer. Das ist der volle Name des Pokéch. Aber der ist doch ein bisschen lang. Was bedeutet nun mal das Wort Pokémon? Egal, ich bin der Vater des Präsidenten der Pokéch-Gesellschaft. Tschüss für dich. Ist der hier oben? Mein Mann ist der Präsident der Firma. Wir haben ihn in einer Garage gefunden. Wir haben in einer Garage angefangen. Nun produzieren wir in großen Mengen. Wir fertigen etwas, das die Welt glücklich macht. Stell dir das mal vor. Drogen. Ist hier was? Nein. Menno. Und hier was? Nein. Stöbern wir den Mülleimer. Irgendwo war mal was, aber ich weiß jetzt echt nicht wo. Aber. Hallo. Hast du einen Pokéch? Es gibt ein Modell für Mädchen und eins für Jungen. Die haben unterschiedliche Farben. Interessant. Überall auf der Welt denken sich die Leute als Zubehör für die Pokéch aus. Du wirst erstaunt sein, wo und von wem du Zubehör bekommst. Auf dem PC findest du Informationen zu den verschiedenen Teilen. Nö. Jetzt doch alle, oder? Was war ja, ist der Typ. Oh, egal. Oh, hey Luna, was machst du denn hier, Pussy? Das Geist ist ja nicht wieder so in die PC rum. Das ist ein wenig irritierend. Ich bin erst nach Familie ganz in die PC rumgelaufen. Hinterlagen über die Fensterbank, dann mit Spurung. Ein wenig mehr. Ja, hallo. Raus hier. Wo ist denn jetzt der Typ? Boah, wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Ich glaube hier, da oben geht's nach Flori, soweit ich weiß. Was ist das da halt denn? Unterstützt du eigentlich auch die Pokéch-Kampagne? Nein? Oh, das solltest du aber unbedingt tun. Ja, wie denn? Ja, wo ist denn der Typ? Oh, der steht da hinten noch. Ups. Ja, der steht hier noch, glaube ich. Ja, da ist er. Dann lass mich mal deine Coupons ziehen. Ich verwende dafür die Pokéch hier. Das dann immer bis 3 zählen, oder wie? 1, 2, 3. Bravo, da kann ich nur applaudieren. Mit diesen Coupons gebe ich dir nun, jawohl, den Pokéch. Willst du wieder in den Schrank, Luna? Ich halte die Tüte diesmal nicht auf. Ja, da kannst du so viel holen, wie du willst. Ja, den Pokéch. Erstell den Pokéch. Yay. Du kannst deinen Pokéch regelmäßig ausrüsten. Da aufrüsten, wo du immer vielfältiger in deinen Möglichkeiten wird. Ja, ich mache jetzt hier nach diesem Part aus. Danke fürs Angucken. Ich bin einmal 364 und wir haben noch kurz berührt. Die Pokéch, die Bildschirm des Pokéch, probier mal aus. Ja, also danke fürs Angucken. Das war jetzt Part 4. Ja, dann einmal 364. Mit Co-Kommentator Chico Feb und die Katze, die jetzt hinter PC mal wieder ist. Tschüss.